Ja, wir sind ein klassisches Architekturbüro. Habe in Innsbruck studiert, war 10 Jahre lang in Innsbruck. Und für mich war aber der Schritt zurück in die Region, in den Lungau, eigentlich kein großer. Für mich war immer wichtig, das Handwerk gut zu können. Also das Althergebrachte oder das, was von einem erwartet wird. Aber, und das war irgendwo schon immer mein persönlicher Antrieb oder meine Macke, wie man es jetzt sieht, ein bisschen anders zu sein als alle anderen. Meine Arbeit besteht ja auch darin, den Bauherrn quasi in einen Bereich zu führen, wo er sich selbst erkennt, was brauche ich denn wirklich? Und das ist oft die schwerste Arbeit. Damit ich sorgenfrei arbeiten kann, das im Endeffekt eine gut funktionierende, eine stabil funktionierende Infrastruktur abfängt, eben natürlich durch die Riesenpalette der Internetbibliotheken, der Programme, die teilweise im Internet laufen oder Serverunterstützung, die ich aus dem Internet rauskriege, bis hin einfach zur Kommunikation mit meinen Bauherren, die einfach wesentlich effizienter läuft über eben die ganzen sozialen Medien oder klassisch über E-Mail. Der Kunde oder der Klient hat das gleiche 3D-Modell vor sich, egal ob auf seinem Pad oder auf seinem Rechner oder auf seinem Handy, als wie ich, und man spricht über dieses virtuelle Gebäudemodell. Also das heißt, das ist wichtig, dass es läuft und dass es stabil läuft, auf das ich mich verlassen muss. Also am meisten freue ich mich eigentlich auf die unter Anführungszeichen Grenzenlosigkeit, was den Datentransfer betrifft. Ich brauche mir nichts mehr denken, dass ich die Daten zum Starter kann ich rausbringen oder der Bauherr die Daten nicht kriegt, sondern wenn das auch flutscht, dann passt's. Für mich ist es dann nur logisch, dass ich auch schaue, dass ich meine ganze Kommunikation nach außen hin, sprich das Internet auch über die Salzburger AG, beziehe, weil ich einfach dann auch einen Ansprechpartner habe. Wir sind in Salzburg, warum soll ich jetzt, keine Ahnung, irgendeinen anderen Anbieter nehmen? Ich bin ein Teil aus meiner Region und dementsprechend trage ich auch lieber den Beitrag für meine Region bei, als wie, dass ich das wieder alles dezentralisiere. Da weiß ich, woran ich bin. Mit den Kohären. Das wir sollten ja unter Anführungszeichen ein bisschen zusammenhalten.